Wir springen zurück in unser Projekt, diese Folge. Und diese Folge ist genau 5 Minuten lang. Naja, typisch. Ja, ihr seht hier gerade das Projekt öffnen. Und wir löschen einen Button leider. Einen letzten Button löschen wir, aber jetzt geht es erstmal hier auch auf den Code des Buttons. Denn wir fügen den Code ein und das wird richtig, richtig creepy. Das ist creepy. Denn es ist ein bisschen nicht alltägliches, was wir jetzt machen werden. Es ist richtig informatikmäßig. Also, wir sind ja in der Informatik und wir können ja darüber nochmal quatschen. Ich war nämlich letztens, also ich wollte eigentlich nochmal ein paar Videos machen und ein bisschen Tutorials zur Fehlerbehebung machen. Zum Beispiel, weil ich, ach, wir kopieren uns gerade die Adresse hier raus. Ich kann gerne ein bisschen erzählen, was bei mir in den letzten Wochen so los war. Ich war im Mitte Mai im Praktikum bei einem IT-Betrieb. Allerdings, okay, das ist das Resonante Lauren als Lied. Mein Intro-Auto-Song, ja geil. Ja. Dort war ich 2 Wochen im Praktikum, aber das war eine komplett andere Dimension. Es gibt von mir da so einen Servertext verfasst, so eine Server-Doku 5 Minuten lang. Könnt ihr gerne, 500 Wörter lang, meinte ich. Können wir gerne auch mal ein paar Videos durchmachen. Also ich glaube, das wird alles in ein Video packen. Würden Theorie, aber Praxis könnte schwer werden, dass ihr keinen großen Serverschrank habt. Da könnten wir so ein Video machen, aber sonst, ich dachte jetzt Fehlerbehebung zum Beispiel, Viren beseitigen, noch das System noch raufspielen und sowas. Das könnte man eigentlich auch machen, aber dort kann man das, haben die das nicht gemacht. Die haben einfach, wenn ein Rechner kaputt war, haben die nicht versucht, den nochmal zu reparieren, sondern einfach auf den Tisch gestellt zum Auseinanderschrauben. Naja, das war nicht so gut. Naja, das kann ich eigentlich von bad. Wir werden auch, also da konnte ich wirklich nicht so viel machen. Wir hatten da so Container von der Doga, also Dortmunder Wertstoff GmbH oder so heißt das. Ja, das war nicht so besonders geil, das Projekt von der hardware-technischen Seite, aber Netzwerkdrucker kann ich einrichten. Also wenn ihr wollt, können wir da sowas, so ein Tutorial zu machen. Naja, beziehungsweise so ein Videocode-Overflow natürlich. Jo. Was jetzt noch fehlt hier bei uns ist, noch ein paar Minuten Videozeit. Wir haben das Ganze jetzt durchimportiert und jetzt gibt's richtig viel Spannung. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, Leute. Video läuft. Genau dieses Ganze. Wir gucken. Wenn wir gleich auf den magischen Button Start drücken. Das ist der Debug-Mode. Also, wir können nochmal auch über Debug, Value Graphs und sowas auch nochmal sprechen. Aber nicht heute. Sekunde, bin ich jetzt mal auf? Ja, ihr seid hier gerade. Ich bin mal gerade, ich bin gerne den Typen. Und jetzt wird immer das Logo von Code Overflow. Naja, nice. Was ist los? Ich glaub, Fans. Na, ich mach gerade das Fenster dazu. Ja. So, folgendes. Das war die Lust, die wir ein bisschen drehen. Unsere Folge ist auch gleich vorbei. Wir gucken hier gleich auch mal kurz, ob das funktioniert mit YouTube, dem Ordner. Weil ich weiß, dass das bei Exe-Dateien funktioniert. Und. Aber ich weiß nicht, ob wir den magischen Button jetzt gleich noch drücken werden. Oder nächste Folge. Denn unsere Zeit ist langsam vorbei. Und das Lied langsam auch raus. Ja, jetzt soll es eigentlich gleich funktionieren. Und die Folge bricht gleich ab. Lasst krachen und ciao!